Hey Leute, Embers hier und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Rachel Legends. Ihr werdet euch vielleicht wundern, was heute passiert ist oder heute im Video passieren wird. Nun, ich hatte erst eine Aufnahme mit dem guten Yash gemacht und dann im Nachhinein festgestellt, dass ja irgendwas mit dem Ton nicht so wirklich geklappt hatte. OBS hat da die Aufnahme irgendwie verschluckt. Und zufälligerweise hatten wir jetzt ja wie angekündigt einen Livestream, Splitterpull-Stream gemacht. Und ja, dementsprechend habe ich dann jetzt dankenswerterweise die Aufnahme von dem Stream nehmen können. Wir haben 550 Splitter aufgemacht und wünsche euch viel Spaß mit den Pulls. Und ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und wünsche euch viel Spaß. Haut rein! Monkey, dir nochmal, quasi jetzt als richtiges Mal dann, nochmal herzlichen Dank, viel Glück und wir drücken dir alle die Daumen. Danke, danke. Ich hoffe das Beste. So, es geht los. Frage an dich, was wünschst du dir? Eigentlich auf dem Account hauptsächlich ein Septimus oder eine Lilly. Septimus oder Lilly? Gut, so eine Gräfin Lilly ist nie verkehrt. Aber Septimus hast du ja du hast ja die Fusion mitgemacht mit dem Zwergimus. Hast ja so einen halben Septimus. Okay, ist der echt so stark? Also die A1, ich habe jetzt dazu schon mal ein Video aufgenommen, ist nicht 1:1 so stark wie von Septimus, finde ich. Aber er hat natürlich Vorteile mit der A3 vor allem. Die macht schon ordentlich Aua, wenn du die irgendwo einsetzt. Die sandige Überlebende kann auch sehr nützlich sein. Ja. Naja, Schmidt, die schreibt schon rein. Burangiri, muss ich nochmal gerade schauen. Das sind die ganzen neuen, die muss ich immer nochmal kurz gucken. Das war der provozierende Tybi. Ja. Die sind noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, das schade. Nichts Gutes dabei. Jetzt mal was Goldenes. Eieieiei. Zwei haben wir noch. Zwei. Also, erst noch mal ein bisschen Druck. Episch, okay. Die Krone ist wieder da, auf jeden Fall. Und wir haben. Ah, es hat so gedauert. Da war Delay, auf jeden Fall. Ja, der gute alte Baltus. Auf dem zweiten Account, Monkey, fangen wir auch direkt an. Okay, ja. Jawohl, das nenne ich doch mal Support. Schmitty, vielen Dank. Da muss jetzt noch mal was richtig Gutes bei rumkommen. Ich hatte schon lange kein zweimal gelb als Anzeige, also in einem 10er Pull. Wäre nicht verkehrt, wenn wir heute damit mal loslegen würden. Ja. Dark Elhain für Arena, wenn du da mal Bock hast auf Arena. Auf dem Account hier läuft die Arena ganz gut mit dem Kandra. Kandraform. Ja gut, wenn du Kandra hast, dann sagst du immer Servus. Wer ist das? Habe ich auch gerade gedacht, der guckt auch ein bisschen grimmig. Irgendwas von den Norden. Delay. Ich muss gleich nochmal auf die Mütze klopfen. Na, bis jetzt hat sie noch kein Glück gebracht. Ja, also die epische Quote ist nicht verkehrt, aber die goldene ist halt unterirdisch, ja. Ich zahle die Steuern für die Nachfolgenden. Was, du zahlst die Steuern für die Nachfolgenden? Ja, da kommen ja gleich noch welche, noch andere. Ach so, so meinst du das. Da hagelt es dann, Leggies. Hoffentlich. Das waren jetzt 29, oder? Ja. Ja, muss ich mal gleich dann in meine Quote mit einbauen. Einmal. Das ist die Cousine von der Eisherz. Die falsche Eisherz. Jetzt nochmal einmal. Ah. Der Plünderer. Der sieht aber auch interessant aus. Seltsame Augen. Dann Monkey, vielen Dank, dass ich aufmachen durfte. Jo, danke, dass du aufgemacht hast.
gerne. Und ja, dir nochmal vielen Dank, dass ich aufmachen darf. Sehr gerne. Ich habe ja immer kein Glück dabei. Bitte was? Ich habe immer kein Glück dabei. Ah ja, dann wird es jetzt Zeit. Frage auch an dich, was wünschst du dir? Das ist es immer so. Bad L, eine Duchess. Und ja, ein Septimus, aber gut, jetzt haben wir Hornding. Also von daher ist Septimus nicht mehr ganz so. Nicht mehr Prio 1. Wobei der. Nee. Er ist halt noch von deinem Kit ein bisschen anders. Es ist nicht 1 zu 1 vergleichbar. Ja. Also Geweihter. Schauen wir mal, ob was Gutes bei rumkommt. Geweihter Ritter ist natürlich, ich weiß nicht, vermutlich wirst du schon haben. Ja, war einer meiner ersten Epics. Und an den Chat, Leute, schreibt nochmal viel Erfolg bitte für den guten Rhein. Kann nicht schaden, da einfach so nach der Quote von bisher. So, die eisige Benji wird wahrscheinlich auch kein Upgrade mehr sein. Oh, Wrath. Läuft am CB6. Der ist neu. Den kannst du auch super gut für den Doom Tower nutzen. Der ist überraschend neu. Sandige. Und die Sandige auch. Nice. Das sind schon mal zwei richtig gute epische Champions. Also Rask habe ich jetzt auch zuletzt bei einigen Accounts. Monkey kann auch ein Lied davon singen. Beim Endboss auf 120. Ihn in Relentless Sets, Counterattack, der hielt dich hoch. Also der macht richtig gute Heals. Zweimal GZ. So, dann haben wir Talia. Ah, noch. Da fehlt noch was Goldenes. Das wäre jetzt mal. Jarek hat auch eine gute A1. Rektorin. Habe ich auch schon. Ach, schade. Ja, ist nicht schlimm. Sind alles Bücher für den CVC. Einmal frei. Ja, Fruity ist schon am Stänkern, dreht solche Puls nicht stark. Ja, aber wenn so ein Rest einem hilft, den Endboss zu killen, dann ist das schon ein guter Pull. Aber man muss sagen, Bruterium will nur den Ringer haben. Der will gleich ganz laut schreien, wenn ein Ringer da ist. Noch ein Risk. Oh Mann, aber gut, drei epische in einer Serie sind gute Punkte fürs Event. Also das gibt's doch nicht. Das lässt echt noch zu wünschen übrig. Wie viel haben wir denn noch? 15, oh. Weiß ich nicht. 15. Jetzt wird's. Oh, Tyrell, wir es wahrscheinlich schon haben. Ja. Weiß nicht, hast du schon Fraktionskriege? Durch? Bei Tyrell, ja. Okay. Hast du. Ich bin gerade an Orks und Zwerge dran. Skinwalker bist du durch? Nee, die habe ich noch nicht, aber Renfi habe ich schon. Okay, weil der mehr als einmal gehabt mittlerweile. Okay, weil der wäre auch nochmal für die Fraktionsriege, hat mir da auf jeden Fall mit seinem Heal ganz gut geholfen. Dann den Schmeißer schmeißen wir weg. Grabeskälte. Kann doch nicht sein, dass jetzt hier nichts an Legis durchkommen will. Ja, ich zahle halt auch Steuern. Ich schließe mich Monkey an. Ja, aber da muss jetzt einiges hinterherkommen, also. Okay. Ich drücke nochmal auf die Silbermünze. Und los geht's. Ah! Hat nicht sollen sein. Egal. Guck nur mal schnell bei den Event rein, was an Punkte gab. Obwohl, ja, doch, sieht gut aus. Oh. Einmal durchgerannt, okay. Ja, auch gut. Platz 9, also Legi-Bücher. Kann auch nochmal 70 Gems für dich bedeuten. Naja, würde sich's lohnen. Genau. Dann King, danke. Dir nochmal vielen Dank, dass ich aufmachen durfte. Sehr gerne. Ja. Und Draco. Ja, ja, Draco kann man mal pullen bei 200. Also ein Legi ist hier, also mindestens ein Legi ist garantiert.
Also wenn das nicht klappt, dann muss ich bestraft werden. Das heißt, Premieren-Stream kann man ja dann auch vergessen. Moment, ich habe vergessen, die Musik auszumachen. So. Was haben wir dabei? Nichts Erwähnenswertes. Maske des Schreckens. Oh, 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 oh! Kleopterix. Muss ich mir mal gleich anschauen. Kenne ich jetzt gar nicht. Kenne ich auch nicht. Okay. Aber ich wollte eben noch sagen, nach Aorg. Mir ist verzögert. Okay, ich wollte noch sagen, nach Aorg, guck mal, die epische Quote ist nice, aber. Ah, okay. Sieht auf jeden Fall mal nice aus. Gucken wir mal kurz durch die Skills. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 30 für 2 Runden Schwächen-Debuff. Okay, diese Stange steigert sich mit einem Hex-Debuff. Okay, das sind diese neuen Hex-Debuffs. Das heißt, die wird wahrscheinlich auch Schaden dann machen. Verleiht diesem Champion für eine Runde perfekte Verschleierung, wenn dieser Angriff einen Gegner tötet. Gut, die ist halt auf Schaden aus. Die A2 verleiht diesem Champion für 2 Runden einen Crit-Quotensteigerer, greift dann alle an. Das heißt, die brauchst du nur mit 70% Crit-Quote zu spielen wahrscheinlich. Bietet eine Chance von gebuckt 100. Zielen die Hex-Debuffs unterliegen für 2 Runden ein aktive Fähigkeiten blockieren. Okay, gut. A3 verleiht diesem Champion für 2 Runden 50% Genauigkeit. Okay. Greift alle Gegner an. Bietet eine Chance von gebuckt 100. 3 Runden. Okay, also sie ist halt rund um das Thema Hex-Debuffs. Zu setzen, halt richtig hart unterwegs, wie es aussieht. Noch Genauigkeitssteigerer-Buff und Hex-Debuff und bietet eine Chance von 100% Gegnern, die Hex-Debuff unterliegen, stattdessen für eine Runde einen Angst-Debuff zu verleihen. Okay, Angst ist natürlich auch übel. Die Passive führt einen Gegenangriff mit Standardfähigkeit durch, wann immer dieser Champion 30% LP oder mehr in einer Runde verliert. Führt immer einen Gegenangriff durch, wenn ein Angriff erfolgt, wenn zwei oder mehr Verbündete tot sind. Also, ja, wenn die A1 auch ordentlich hittet, die kann schon durchaus fies sein. Also auf jeden Fall, Deathwing, Prost und Glückwunsch. Danke. Super, danke. Gut gepult. Kleopterix. Also noch nie gehört, gefühlt. Also keine Ahnung. Oh, oh, oh! Trickster. Oh, nochmal! Was? Nein. Also den Mortu habe ich gerade zuletzt gepult. Schade, dass es ein Tube ist. Nein, Alter. Aber Drexler habe ich nicht. Drexler habe ich nicht. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Drexler für Doom Tower absolut das mega. Richtig Abfahrt. Geil. Alter Falter, ich habe noch vorhin gesagt, A, ich würde gerne wieder so ein Doppel-Lego-Pull haben. Und B, habe ich noch gesagt, du musst jetzt die Legi-Quote auf 5% hochschrauben. Habe ich, oder? Dann müssen wir gucken, wenn ich jetzt meine. Gucken wir mal gleich. Aber das ist natürlich schon mega. Also schade, dass Mortu ein Dupe ist. Ja, schade. Letztes Mal. Aber trotzdem, die Legi-Quote, die kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall. Also über den Dreckstag freue ich mich sehr. Ja, der ist auch eine Waffe. Also der hilft dir über jedem Endboss eigentlich. Wow, also das war jetzt mal ein ordentlicher Start. Das war geil. Gut, dann machen wir jetzt einmal kurz Platz und dann schauen wir gleich weiter. Starten wir mit Runde 2. Wir haben jetzt nochmal 80 zum Öffnen. Los geht's. Also wenn man in der ersten Runde 3 auf 3 Legis zieht, was macht man in der zweiten Runde? Aufhören. Ja, das wäre natürlich auch eine Option, zu sagen, wenn du sagst, du willst jetzt ein bisschen sparen, können wir natürlich auch hier einen Cut machen, kein Problem. Nein, ich spare nicht. No risk, no fun. So kenne ich dich. Immer reinhauen. Ja, sicher. Aufnahme ist gestartet, jawohl, vielen Dank, Morgul. So, müssen wir auf die Mütze klopfen. Bisher ist es jetzt natürlich
auch die epische Quote ein bisschen schwach. Mir ist nur die Legequote wichtig. Der Duck ist, ich weiß nicht, willst du wahrscheinlich schon haben? Nein, ich glaube nicht. Aber der ist auch kein schlechter. Hugo, oh, Tauch, noch ein. Also die epische Quote kommt jetzt langsam zurück. Also wir haben es jetzt warm gemacht. Jetzt fehlt nur noch was Goldenes. Brudi feiert schon. Brudi hat einen Ringer gesehen. Ist quasi ein doppelter Legi für ihn. So, weiter geht's. Die Terrorbestie. Nochmal den Duke als Dupe. So, jetzt aber nochmal. Jetzt nochmal einfach mal so ganz spontan so ein Doppel-Legi-Pull. Sandige. Der Okkulte. Ja, also sowohl die Eiserne als auch die Sandige als auch der Okkulte sind keine schlechten Legi, epischen, aber natürlich kein Legi. Wir machen nochmal Platz. So, die Statistik ist zurückgesetzt. Wir machen jetzt nochmal die letzten 35 auf. Also Leute, nochmal bitte alle nochmal viel Glück für den guten Deathwing. Dass wir da noch was rumreißen. Wir müssen auch, allein schon für die Quote, müssen wir auf jeden Fall mindestens ein Legi jetzt noch ziehen. Im Zweifelsfall auch zwei. Soul Drinker. Wir haben noch 5 Stück. Die müssen wir singled target öffnen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Welcher de Gruft auch kein schlechter epischer Champion. Alles in allem. Hab ich. Das ist der Stiefbruder vom Maneater gewesen. So, was Gelbes. Es zählt eigentlich erst nur was Gelbes. Dürfte der letzte sein. Ich mache die Augen zu. Ah, Hope. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, und wir sind beim Schmitty auf dem Account. Wir legen auch direkt los. Und Schmitty möchte gerne bis zum Fusionstypen gepult haben. Also gute 2000 Punkte. Schmitty, wenn was ist, schreib in den Chat bitte stopp hier. Schrei ganz laut und dann machen wir da auf jeden Fall einen Break. Und dann drücke ich dir die Daumen. Leute, bitte nochmal alle viel Glück für den guten Schmitty. Wie gesagt, gestern erst ein Legipum. Oh, das heißt, der Pity-Counter ist ganz unten. Du machst es uns nicht leicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unsere Quote, die bei 0,78741% ist, dass wir da möglichst mal ein oder zwei Legis ziehen. Das sind jetzt erstmal nur Rares gewesen. Rares ist ja nicht verkehrt, wenn dann dafür gleich umso mehr Gold bei rumkommt. Oh, wir haben's. Progni. Schmitty, hast du Progni fusioniert? Sag mir jetzt bitte nein. Kapau. Sag mir bitte, dass du keinen Progni hast. Please. Meine Tochter kann übrigens auch please und bitte schon. Hat mir Farbstoff gezogen. Nein, warum? Warum macht Farbstoff sowas? Okay. Gut, also wir machen nochmal einen 10er-Pull. Die Sandige hast du übrigens auch noch. Legi ist natürlich, der Progni ist ein super Legi. Mir gefällt der jetzt. Er ist bei mir in der Arena, in den Dungeons, im Doom Tower, ist überall dabei. Aber als Dupe, außer du sagst, du willst den nochmal extra für den Clan-Boss haben, als Dupe bräuchte man den nicht unbedingt. Ah, Progni ist ein richtig guter Legi. So, schauen wir mal. Wir sind noch, sagen wir mal, ein 10er-Pull machen wir noch, Schmitty. Weiter geht's. Alles klar?
Noch ein Legi. Ah, aber die epische Quote ist nice. Oh, wieder den Duki. Ja, dann denke ich mal, wir sind durch mit dem Event. Gut, dann machen wir doch noch bis zum Buch. Also eine gute Session noch. Ah, das war nur 100. Dann müssen wir noch einmal reinpullen. Und die letzte Runde geht los. Ich drück dir die Daumen. Ein epischer bzw. ein Legi. Legi, schade, schade, schade. Bei all diejenigen, die heute aufgemacht haben im Stream, bekommen die, machen wir einfach so eine 50-50 Verlosung. Und wir klicken jetzt zweimal auf, ja, Verlosen. Und ich drücke euch allen Vieren die Daumen. Und ja, zwei von euch haben dann vielleicht auch für diejenigen, die kein Legi gezogen haben, sagen wir es mal so, dass sie dann da vielleicht ein kleines Trostpflaster haben. Also, ich drücke euch allen die Daumen und los geht's. Das erste Paket geht an King Kaputt. Dir einen herzlichen Glückwunsch. Und das zweite Paket geht an. Also, wenn es King ist, dann geht es nur einmal an King. An Schmitty. Also, King und Schmitty, bräuchte ich nochmal von euch die Plarium-ID. Ihr bekommt dann jeweils ein Paket von 540 Gems. Und nochmal vielen Dank, dass ich für euch pullen durfte. Und ja, Snuffy, herzlichen Dank, dass ich auch bei dir aufmachen darf. Sehr gerne, danke auch. Frage wie an die üblichen Verdächtigen auch. Hast du besondere Wünsche, die wir dir eventuell pullen dürfen? Ja, es geht hauptsächlich erstmal um Punkte. Okay, Punkte, Punkte, Punkte. Also viele epische und ein paar Legis sind dann auch nicht schlecht. Wäre auf jeden Fall nice, ja. Gut, also ich klopfe nochmal auf die Mütze. Die hat nämlich schon von der epischen Quote, war die bisher nicht so ganz so schlecht. Giscard, Adriel, ja, also so 3 bis 4 epische pro Runde, kann man schon mal machen. Schade. Sollen wir noch einen 10er-Pull machen? Definitiv, würde ich sagen, oder? Ja, klar. Also bei einem Definitiv bin ich auch absolut dabei. Ja. Wir haben... Queen Aoife. Hast du sie schon? Nein. Auf jeden Fall sehr cool. Danke vielmals dafür. Ja, gerne. Leider würde ich sagen, ist Queen Aoife nicht der absolut High-End, super-duper Legi, den man sich wünscht. Aber ist auf jeden Fall natürlich Legi, ein guter Farmer. Kann man auch in dem einen oder anderen Dungeon mitnehmen. Die A3 ist ja, halt bei ihr. Key. Punkte sind auch drin. Genau, das auf jeden Fall. Dann schauen wir mal schnell in die Punkte. Monkey sagt auch, geil für die Kampagne. Sie hat für mich auch Ewigkeiten gefarmt. Wir sind schon beim Legi-Buch. Wir sind schon quasi über das Ziel hinaus. Ja, aber dann machen wir weiter. Ja, wenn's läuft. Wenn's läuft, dann läuft's. Genau, du sagst einfach Stopp. Wenn wir da einen Break machen. Nee, ich schmeiß raus, was da ist. Alles klar, mache ich gerne. Stahlschädel, auch kein schlechter. Ja, wir hatten doch vorhin beim Deathwing einmal im 10er-Pull ein Legi gehabt und danach im direkten nächsten Klick 2 Legis hinterher bekommen. Das war natürlich schon richtig hart. So, 7 Versuche haben wir noch für ein Legi. Ah, das ist Vagabund, genau. Das siehst du an diesem roten Punkt. Der fällt sofort auf. Apotheker. Virgus, ich weiß nicht, Doom Tower technisch, Skarabäus König. Bin ich gerade selber dran? Habe ich
bereits. Danke. Gerne. Jetzt aber nochmal. Zwei Versuche noch. Ein Rare. Und jetzt nochmal. Ich drücke nochmal auf die Silbermünze und los. Ah, noch ein Rare. Verdammt. Schade. Ja, dann lass doch noch. Lass noch mal 22 aufmachen. Immer diese Werbung. So, ich glaube, wir müssen noch mal kurz Platz machen. Visier Ovilis, jetzt ziehen. Alles klar. Gut, also wenn Baron sagt, der Visier muss her, dann hören wir nicht auf den Baron. Schade. Da haben wir mal den Vagabund. Nochmal drei epische in Folge. Das sind wieder Punkte. War nochmal knapp 1000. Punkte. Das waren sogar 250 oder 350. Ich glaube 250 waren das. So, nochmal zwei Versuche. Ein Crap Rare. 250 sagt Dragon. Also etwas über 1000 waren das bestimmt nochmal. Und die letzten 10 mache ich nochmal auf für eine gute Zahl. Und zwar einmal Rotos bitte. Rotos. Oder einfach nur ein Negi für die Quote. Ein Negi für die Quote. Nein. Schildschmetterer immerhin, den 12. Aber kein Negi, die Quote ist im Keller. Schade. Da müssen wir nochmal die Quote kurz aktualisieren. Ja, das ist doch mal eine Quote. 550 aufgemacht, 5 Legis, 0,90 Periode an Legis. Also ich sag mal, da ist noch Luft nach oben fürs nächste Mal.